So, dieses Video wird unterstützt von Kumo, die mir hier die Allwetterreifen zur Verfügung gestellt haben für diese Felgen, weil das sind halt Sommerräder. Ein Reifen ist platt, da habe ich jetzt irgendwie schon das zweite Problem gehabt. Aber egal, ich hoffe jetzt, dass da jetzt nicht irgendwie wieder was passiert, dass jetzt wieder Reifen platt ist. Falls ihr auch Reifen braucht, schaut auf jeden Fall vorbei, es gibt eine geile App davon. Da kriegt ihr auch für Händler, für Endverbraucher, für alles, für Private, für Händler, ist völlig egal. Da könnt ihr auch am Gewinnspiel teilnehmen, weil da gibt es nämlich ein Gewinnspiel. Kann ich euch ja mal einblenden, was es so Schönes gibt, iPad und sowas. Und ja, ich bin nämlich jetzt gleich auf dem Weg zum Reifenmonteur. Der macht mir die alten Schlappen ab, macht mir die neuen rauf. Die alten werden gleich bei ihm entsorgt. Und ja, da freue ich mich mega. Muss jetzt leider auch die Kamera benutzen, weil die andere Kamera, wenn ich mich jetzt filme, detailliert flackert er jetzt schon auf der hinteren Kamera. Aber ja, wie gesagt, nochmal riesen Dank an Kumo, dass sie mir die Reifen zur Verfügung gestellt haben und ich jetzt wieder mit meiner 18 Zoll hier rumknattern kann. Jetzt sind das übrigens auch keine 08815 Reifen. Was ich euch mal so gesagt habe, hier geht hier, falls ihr Fragen habt, was es für Reifengrößen sind hier. C für Spritverbrauch und B für, kenne ich mich nicht aus. Aber ihr wisst ja bestimmt, was das ist. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall mega. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir die Felgen bzw. die Reifen abmachen. Mal gucken, was ich da filmen kann. Ich muss gucken, ob derjenige das auch möchte. So, wir wollen heute einen kleinen Umbau machen. Und zwar war ich bei den lieben Micha. Und also er hat mir ein paar Sachen mitgegeben. Einmal das. Das wollte ich erst im Schwarzen einbauen. Ich baue es aber erstmal hier ein, weil hier ja keine Box ist. Sieht es natürlich hier schöner aus, weil das ist so gesagt das Teil. Nur guck mal hier, wie sieht das aus? Hier Loch drin, dann benutze ich eh nicht. Denn lieber so, dann sieht das doch irgendwie schicker aus. Dann hatte ich noch zwei davon mitbekommen. Ein Wischer-Dings, da fehlt mir nämlich einen im Schwarzen. Den ist einfach nur zu Testzwecken, weil bei mir beim Schwarzen ist, keine Ahnung, funktioniert gar nicht. Und da ist auch irgendwie ein Schlauch ab, da muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich das hin. Und dann habe ich noch so eine Dämmung bekommen für die Motorhaube. Das habe ich ja bei dem hier schon drin. Und das mache ich beim Schwarzen auch rein. Damit fange ich auch schnell an. Bei dem Schwarzen. Mit der Motorabdeckung. Da gehen aber Grüße raus an Micha. Danke. Guck mal, hier alles dreckig geworden durch die Matte. So müsst ihr euch das vorstellen. So sieht es aus. Und die kommt jetzt daran. Habt ihr ja noch extra so eine Klipse hier. Und ja, da hängt ihr euch das zuerst irgendwo ran, macht links, rechts und dann könnt ihr euch nach und nach ran machen. Ich habe jetzt lieber kein Stativ, Frauchen ist auch nicht da, also deswegen mache ich das einfach schnell so ran. So sieht die Ganze jetzt aus. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat. Ist anscheinend eine Geräuschdämmung. Ich würde sie einfach haben, weil ich weiß, dass es für das Auto so gab. Hier sind diese Dinger, die ihr dann einfach nur ran macht. Ja, siehst du. Und hier, warte mal, ich versuche euch das mal zu zeigen. Achso, hier. Seht ihr das? Das muss ich mit einer Schraube zumachen, weil der Schlauch, da muss ich erstmal gucken, wo der hingeht. Weil dadurch kann ich keine Scheibenwischerreinigung machen. Hier ist das Ding, was noch fehlt. Das wollte ich noch im Kofferraum liegen haben. Und ja, ich kicke mir das mal kurz an, was hier los ist, ob es überhaupt der gleiche Motor ist und sowas. So, ich habe jetzt gerade bei meinem Blauen mal geguckt. Ich habe jetzt diesen blöden Kasten locker gemacht. Das Fokus, hallo? Das Kabel geht jetzt hier lang. Und seht ihr das komische dreckige Kabel da? Das war einfach ab. Vielleicht ist es meinen Kollegen passiert. Die haben ja den Motor damals ausgebaut. Vielleicht ist es abgegangen oder den Vorbesitzer, keine Ahnung. Und jetzt wollen wir einfach mal testen, ob es jetzt geht. Vorher ging es auf jeden Fall nicht. Da kam einfach nur aus dem Schlauch raus. Tür zu. Es funktioniert endlich, ey, weißt du, wie beschissen das ist ohne. So, als erstes klappt ja erstmal eine Rücklehne. Manche habt ihr eine einteilige. Dann geht's halt, müsst ihr halt beides aufmachen. Hier geht's extra. Jetzt muss ich kurz gucken. Hier ist eine Schraube. Hier, die müsst ihr dann auch lösen. Das ist. Was ist das? Das ist ein T24, glaube ich. Ich guck mal schnell. Ist halt doch ein T20. Oh. Die mache ich schon raus. So, da liegt's. Dann müssen wir mal gucken. Das ist, glaube ich, ein Kreuzer hier. Genau, die löst ihr euch auch.
So, ich habe jetzt ein bisschen geschaut, weil ich es selber noch nicht gemacht habe. Also ihr zieht jetzt einfach hier alles ein bisschen raus. Dass es hier alles lose ist, dann ist das ja auch lose. Dann nehmt ihr euch einen Schlitzer und hakt so gesagt den Sitz hier aus. Sieht man das jetzt? Warte mal. Also hier ist so eine Spange, die müsst ihr dann zurückdrücken, damit ihr das hier rauskriegt. Dann habt ihr hier, ich glaube, das muss auch raus. Warte mal. Zack, raus. Jetzt mal dahin. Und dann ist es, glaube ich, eigentlich schon geschehen. Wir müssen halt versuchen, das jetzt hier irgendwie rauszuziehen. Kann sein, dass das hier oben ab muss. Ich glaube, das muss hier oben ab. Ich glaube, da, wo wir es ausgebaut haben, müsste das auch ab. Ja. Ich glaube, das muss auch ab. Ich glaube, das ist hier nur. Es ist geschraubt. Genau hier ist es geschraubt. Auch T20. Und dann müsst ihr, glaube ich, nur ziehen. Ich schaue mal kurz nach und dann zeige ich euch das. So, die Schraube habe ich gelöst. Und dann braucht ihr eigentlich nur so nehmen. Und dann. Zack, dann ist das jetzt so lose und hier auf der anderen Seite. Warte mal, ich glaube, man sieht das Ding sogar. Das Teil, das da unten ist, auch nur gesteckt, das müsst ihr auch einfach noch rausziehen. Ich glaube, ich muss das mit beiden Händen machen, nicht, dass es nur abbricht hier. So, schön schon einfach hier schon festhalten und rausziehen, fertig. Das Ding ist das gewesen. Dann müsstet ihr eigentlich hier aus diesen Dingen noch raus. Habt ihr überall hier so eine Verhakung. Hier unten ist glaube ich auch noch einer, oder? Mal eine. Also die. Warte, mach mal den Sitz hier kurz vor. Bam. Da ist es. Da muss er noch rüber. Zack. Raus mit dem Müll. So, lassen wir das jetzt. Auf Wiedersehen. Nein, Spaß, so sieht es auf jeden Fall aus. Leider ist mir hier Schraube abgebrochen. Hält jetzt, glaube ich, nur noch an die. Deswegen habe ich hier ein bisschen Wasser. Aber ja, das wird neue Fix gehen. So. Das Ding ist hier so ein Schutz. Ja, dann nehmen wir das neue Ding. Guckt jetzt einfach eins zu eins rein. Ich zeige euch das mal nochmal. Was einfach der Unterschied ist. Natürlich tausendmal besser aus, oder? Als wie da einfach so ein Fach, was weg ist. Einfach die Klappe tauschen oder so geht nicht. Da muss wirklich das ganze Ding getauscht werden. Alter, wie schnell das dunkel wird. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist dieses Kabel. Muss ich mir irgendwie noch woanders hinlegen. Aber ansonsten sieht es auf jeden Fall schon mal tausendmal besser aus, als wie dieses leere Loch. Diese komische Strebe, die da drin ist, die baut ihr euch auch da wieder rein. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich aber irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Oder ob das jetzt einfach nur an dem Kabel liegt, weil das hier noch nicht richtig fest ist, wegen diesem Kabel. Wenn das Kabel nachher richtig dran ist und das dran ist, hoffe ich, dass es hier auch richtig einrastet. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist ein Platz, bisschen Platz. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich es aus den drei Türen habe. Eigentlich war das ja für den Schwarzen gedacht, ist ja ein Dreitürer. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Wenn ja, ist die Bauweise ja gleich. Und er hat sogar noch eins für einen Fünftürer da. Und dann tausche ich das später einfach nochmal um, wenn es jetzt wirklich daran liegen sollte. Aber ich glaube es nicht. Ist eigentlich die gleiche Norm und die gleiche Größe hinten. Aber schauen wir mal. So, die Dinger baue ich jetzt noch nicht ein. Oder beziehungsweise ist ja eigentlich nur einlegen, weil die sind mir noch zu dreckig. Und ich muss bei denen eh noch die Armlehne reparieren, beziehungsweise eine neue. Die hatte ich ja damals bei dem blauen Gebrauch bekommen. Ja, und die ist halt kaputt. Die ist kaputt gegangen, deswegen kommt da eine neue rein.
Ich habe übrigens noch C-Säulen bekommen für den Dreitürer, weil ihr wisst ja, der ganze Stoff ist ja komplett ab. Aber guck mal, wie dunkel es draußen ist, von daher habe ich das jetzt nicht gemacht. Das war jetzt einfach nur kurzfristig. Ich bin auch noch nicht gekommen, die fertig zu machen. Ich bin auch schon am Überlegen, mir von einem Kollegen, der baut die, also kennt einen Kollegen, der baut die neue so gesagt, also er kauft neue, baut die auf Doppelblinker um und er hat sogar noch eine bessere Variante. Da sind die so, in, kann ich euch mal ein Bild einblenden? Die sind so klar glasmäßig. Die ist ja eher so matt. Mal gucken, vielleicht bestelle ich mir welche von ihnen und dann baue ich die aus dem Blauen beim Schwarzen erstmal ein. Und dann habe ich die noch über, mal gucken. Aber ja, der eine muss noch fertig gemacht werden und dann muss es zusammengeklebt werden, weil es halt noch nicht zusammengeklebt, muss nicht zusammengeklebt werden. Und dann mal gucken. Vielleicht verlose ich die oder sowas. Oder verkaufe die für einen Apfel und ein Ei. Ist sogar noch mein Ersatzscheinwerfer. In dieser Blinkerhülse. Und ja. Adapter habe ich übrigens noch nicht gefunden. Beziehungsweise noch nicht gekauft. Ich habe mir aber schon mal ein Mess. Ey, ich habe immer Werkzeuge und Messschieber. Damit ich das ausmessen kann. Geil. So, vorne funktioniert wieder alles. Scheinwischer funktioniert. Ich habe hinten die Klappe eingebaut. Kabel habe ich noch nicht geschafft. Was ich geschafft habe, ich habe mir hier nochmal dieses Somex Radio eingebaut, weil ich finde das Radio einfach vom Optischen passt es zu dem Golf einfach viel mehr. Das andere Radio ist natürlich an sich besser, was ich vorher hatte, aber mir gefällt das halt einfach besser. Das habe ich eingebaut. Und ja, mein Handyhalterung ist ja auch am Start. Ja, meine Zeiger leuchten auch noch. So, Freshmatic montiert. Ach, ich freue mich schon wieder, die zu fahren. Ich habe noch diese komische Folie hier abgemacht.
Hier war nämlich eine Folie drauf, deswegen sahen die so eklig aus. Sieht jetzt zwar auch nicht besonders aus. Ich habe mir jetzt so eine Sticker bestellt, mal gucken. Ansonsten muss ich mal gucken, es ist irgendwie schwer für die Felgen was zu finden, weil es sind eigentlich Thomason, glaube ich, T4 Nachbaufelgen, keine Ahnung, sehen auf jeden Fall so aus. Ja. Und die haben aber original, also die haben irgendwie andere Namengrößen als wie die originalen, deswegen ist es irgendwie ganz schwer zu finden. Aber ich bin zufrieden, schöne neue Reifen. Yeah. Oh, das sind meine ersten neuen Reifen. Ich hatte noch nie neue Reifen. Außer davor, die 16 Zoll waren auch neue. Aber das sind ja jetzt richtig neue und auch meine eigenen. Oh, geil. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Update-Video mal wieder gefallen. Und vielleicht inspiriert euch das ja auch, hinten diese Klappe danach zu rüsten. Rade verlinke ich euch. Ist ein Android-Rade. Gibt es auch als ohne Android. Ja. Das kostet denn nur, es gibt eins für 180, für 120 und 100, fast 200. Ist gerade im Angebot für 180. Ja, Handyhalterung auch, habe ich auch Video gemacht. Also alle schon Videos am Start gemacht. Achso, ich habe übrigens noch diesmal gleich ein Kabel mit angeschlossen hinten. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, peace out, tschüss.